Gut, dann glaube ich, starten wir, oder? 16.33 Uhr. Ich werde jetzt hier auch die interne Aufzeichnung von Adobe Connect starten und begrüße jetzt ganz offiziell zur vierten Runde des Begleitwebinars zum eBMOOC 2017. Es ist das letzte dieser Begleitwebinare und der MOOC selbst ist auch in die letzte Runde gegangen. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich freue mich sehr, dass ich hier diese Webinare moderieren darf. Auch für mich einfach eine schöne Herausforderung, mit vielen Teilnehmenden hier zu interagieren und ja, alles zu versuchen, auch im Überblick zu behalten. Ja, heutiges Thema oder heutige Themen, muss man sagen, wieder eine ganze Reihe von Themen, die wir haben. Schriftbasierte Online-Beratung, videobasierte Online-Beratung, dann Lernberatung und wie man dort auch Online-Tools einsetzen kann. Dann ein Thema, das mich sehr interessiert und wo ich ein bisschen auch meine Rolle als Moderator verlassen werde und ein bisschen aus der eigenen Praxis erzählen darf. Weitere Möglichkeiten, wie man Videokonferenz-Tools in der Erwachsenenbildung einsetzen kann. Ja, und dann haben wir auch noch Zeit, ein bisschen nachzubesprechen, ja, wie ist der eBMOOC so gelaufen, welche Fragen gibt es zum eBMOOC oder zu MOOCs als Format in der Erwachsenenbildung insgesamt und natürlich auch, wie es weitergehen kann. Auch hier habe ich schon gesehen im Chat Fragen, wie lange die Inhalte zum Beispiel abrufbar sind und welche Zukunft das, was wir hier gestartet haben, dann auch haben kann. Gut, ja, am Podium haben wir heute wieder Birgit. Sag kurz was zu dir. Nein, das Mikro läuft nicht. Ja, hallo, bin wieder dabei, leitend und koordinierend im eBMOOC und diesmal in einer Einheit, wo ich ein bisschen was Allgemeines über Online-Beratung erzählen durfte im Video, bevor dann die Vertiefungen zur videobasierten und textbasierten Online-Beratung gekommen sind und freue mich auf ein Webinar, das uns auch die Möglichkeit bietet, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja, Super. genügt fürs Erste. Fein, dass ihr wieder viele, Sehr gut. so Dann haben viele wir dabei. rechts von Birgit Lucia, die uns auch im Hintergrund unterstützt. Lucia, bitte. Ja, hallo. Ja, für alle, die das erste Mal dabei sind, ich werde wieder im Chat mitlesen und versuchen zu unterstützen, falls es irgendwie technische Schwierigkeiten gibt. Genau. Sehr gut. Dann auch Teil des eBMOOC-Teams ist Martina. Ja, hallo, schönen Nachmittag allen zusammen aus Steinz. Ich sitze heute in meinem Homeoffice. Ich bin als Begleitung, Unterstützung für den David mit dabei und werde Ihre Fragen aus dem Chat zusammenfassen und bündeln, sodass wir das nach Themenblöcken gut beantworten können. Sehr gut, dann Wilfried. Hallo aus Graz, gehöre auch zum Canedo-Team und verantworte den eBMOOC mit und bin auch in dieser Rolle heute wahrscheinlich vor allem im ersten Teil eher etwas zurückhaltend, eher Zuhörer und im zweiten vielleicht, wenn wir über den MOOC generell sprechen, auch noch einer der Rede und Antwort stehen wird. Dann als Expertin für den Bereich der videobasierten Online-Beratung ist da Anita. Ja, mein Name ist Anita Stix. Ich bin Mitarbeiterin bei BABZ Austria, mache dort Bildungsberatung und bin live zugeschaltet aus Simmering. Super. Ja, und jetzt starten wir mit dem Bereich der schriftbasierten Online-Beratung mit Stefan. Stefan, Hallo. stell dich kurz vor und dann steigen wir auch schon Ja. ein ins Thema. Ja, okay. Also mein Name ist Stefan Giacinazzi. Ich bin in der Bildungsberatung Steiermark tätig, genau gesagt beim Bildungsnetzwerk Steiermark und bin auch neben meiner Tätigkeit hier rein in der Steiermark auch im Team der Online-Beratung auf der Plattform Bildungsberatung Online tätig. Das ist eine österreichweite Plattform, wo Online-Beratung angeboten wird. Und ja, momentan, wie gesagt, hauptsächlich schriftbasierte Online-Beratung. Und das war auch mein Thema in meinem Modulteil. Sei jetzt einmal.
Ich sitze in Graz. Sehr gut, Stefan, super, also Graz ist wieder gut vertreten. Ich habe gleich die erste Frage. Warum schriftbasierte Online-Beratung? Ich meine, wir haben jetzt hier so ein schönes Videotool, in dem wir uns alle sehen können und miteinander sprechen können. Warum ist da Schriftlichkeit und auch vielleicht das Asynchrone, das ja bei euch auch eine Rolle spielt, immer noch ein interessanter Vorteil? Naja, das Wichtigste war jetzt einmal damals, wie es begonnen hat, oder wie man begonnen hat, darüber nachzudenken, so ein Online-Beratungstool zu machen, dass es möglichst niederschwellig ist. Und deswegen, also manche Einrichtungen schon Erfahrung hatten mit der E-Mail-Beratung, sozusagen der E-Mail-Information, ist daraus die Idee geworden, dass man Online-Beratung schriftbasiert macht, weil es da einfach schon bei den Beraterinnen ganz einfach auch Erfahrungen gibt und das sowas wie der nächste logische Schritt war. Ausgehend davon ist, dass die Software Beranet oder dieses Datengeschützte ist in Wien schon länger ausprobiert worden bei der Bildungsberatung in Wien. Die haben das schon vor mehreren Jahren begonnen und in der letzten Projektphase ist dann das ausgeweitet worden auf ein Angebot von ganz Österreich. Asynchron ist es jetzt einmal im ersten Schritt gewesen, weil die E-Mail einfach jetzt so die gängigste Form war oder auch das, wie gesagt, was man schon aus den normalen E-Mails gewohnt ist, also die Mailberatung. Und es ist so, dass jetzt momentan, also es wird nicht mehr lang dauern, da wird auch eine Chatberatung angeboten, also auch schriftbasiert, aber synchron und nicht asynchron wie die Mailberatung. Wie gesagt, Bildungsberatung in Wien, die machen jetzt mittlerweile auch die Videoberatung, da werden wir eh später noch was zu hören. Es ist ein mögliches Tool, sage ich jetzt einmal, und es wird sehr gut angenommen und das gibt dem Ganzen jetzt einmal fürs erste Recht, dass das, sage ich mal, noch rein, also dass das schriftbasiert gemacht wird. Es wird angenommen und ja. Mhm. Mhm. Gut, und ich meine, so wie immer, nicht jedes Angebot ist für alle. Also für manche kann ja auch die schriftliche Kommunikation eine Herausforderung darstellen und würden dann lieber mündlich kommunizieren, aber dafür gibt es ja dann auch Methoden, wie man mündlich auch beraten kann. Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Bildungsberatung Österreich oder die Netzwerke in den Bundesländern, dass die Online-Beratung ist ja nur ein kleiner Teil des gesamten Angebotes und soll einfach eine zusätzliche Zielgruppe, sage ich mal, ansprechen. Und neben persönlichen Beratungen, Gruppenberatungen, Telefonberatung ist es einfach eine zusätzliche Möglichkeit. Also es ist nicht gedacht, dass es irgendwie andere Beratungsformen ersetzt, sondern ein zusätzliches Angebot, das ist einfach, dass man einfach eine gewisse Zielgruppe zusätzlich anspricht. Genau, also die Vielfalt der Zugänge ist ein wesentliches Kriterium, glaube ich, ganz allgemein in der Erwachsenenbildung und natürlich auch in der Beratung. Ja, bitte Fragen zu dem, was Stefan auch im MOOC vorgestellt hat, bitte im Chat. Und ich möchte Wilfried kurz bitten, dass er das Ergebnis ein bisschen reflektiert. Nein, reflektiert ist zu viel gesagt, aber das Ergebnis vorstellt hier aus unserer ersten Umfrage. Danke, David. Ja, wir stellen ja immer zu Eingang unseres Webinars eine Umfrage zum Anklicken zur Wahl. Und wir haben ja heute wieder unterschiedliche Motive, weshalb wir Sie hierher gelockt haben oder Sie gekommen sind vielleicht. Es ist ja auch eine der Aufgaben, das hat auch die Helga schon im Chat auch vermerkt, eine der Möglichkeiten hier am Webinar teilzunehmen, um im Modul 6 einfach den Umgang mit seiner Webinartechnologie ein wenig zu üben und zu erproben und zu erfahren. Deswegen haben wir auch danach gefragt. Da sehen wir, fast 60 haben von den derzeit über 100 Angemeldeten haben das auch bejaht. Also das ist die größte Gruppe. Die beiden anderen Optionen hier sind recht ausgewogen. Nämlich die thematischen Inhalte, die wir sonst noch haben, auch im Modul 6, Online-Beratung und Videokonferenz-Tools, die wir hier für Bildungsberatung und Lernberatung einsetzen wollen. Und man sieht, es interessiert hier doch auch einige, fast die Hälfte, wie es denn mit dem MOOC weitergeht, welche Zukunft wir da für MOOC sehen. Und ein bisschen die Metaebene zum MOOC als Bildungsformat. Das ist ja als Frage auch immer wieder aufgetaucht in den unterschiedlichen Webinaren, die wir schon hatten. Und wir haben da versprochen, dem auch nochmal breit Platz im letzten Webinar zu geben. Das werden wir heute auch tun. Insofern denke ich, mit diesem Ergebnis, wir werden all diese Fragen
so wie wir geplant haben, in etwa auch bearbeiten und auch in dieser Reihenfolge. Zuerst die Inhalte des Modul 6 und danach noch auf die Zukunft von MOOCs und des EPMOOC eingehen. Sehr gut, danke Wilfried. Auch weil ich hier jetzt als erste Frage und 60 immerhin von 112 Anwesenden haben hier geschrieben, ein Webinar erleben. Würde mich noch kurz interessieren und ich bitte um kurze Antwort im Chat, wer ist denn das erste Mal hier tatsächlich im Webinar? Vielleicht einfach mal kurz Ja eingeben, wenn das der Fall ist. Oh ja, da ploppen einige Ja's auf. Und das ist ja dann immer spannend, auch dieses Feedback zu haben jetzt, in dem Fall hier für mich als Webinarmoderator, aber natürlich auch für alle anderen, dass hier ja wirklich dann Menschen da sind, die jetzt zuhören und reagieren können und dass wir hier Live-Interaktion haben. Gleichzeitig werden weitere Fragen für Stefan entgegengenommen. Bisher sehe ich jetzt hier nur eine Frage. Nämlich Luise hat gefragt, wird die Form dieser textbasierten Online-Beratung angenommen? Gibt es da irgendwie Zahlen dazu? Kann man das vergleichen jetzt auch mit anderen Formen der Beratung? Was kann man dazu sagen, Stefan? Naja, also von der Zahl her, also wir hatten im Jahr 2016 an die 1400 Beratungskontakte. Das ist, also mich hat es ehrlich gesagt selber überrascht, wie gut, dass es angenommen wird, weil natürlich, und das ist der Unterschied jetzt zum normalen E-Mail, auch wenn es sehr niederschwellig der Zugang ist, eine Anmeldung erforderlich ist, wenn man beim Beranet-Tool eine Beratungsanfrage stellen möchte. Das haben wir aber sehr niederschwellig gestaltet, indem wir quasi den Anmeldeprozess gleichzeitig mit der Anfrage quasi zusammen, also gekoppelt hat, dass man nicht warten muss, bis man ein Passwort zugeschickt bekommt und so weiter. Und dementsprechend finde ich, dass das eine ganz gute Zahl ist, wobei man noch sagen muss, dass manche Bundesländer erst im Laufe dieses Jahres oder im letzten Jahr dazugekommen sind oder eingestiegen sind, weil zu Beginn waren wir nur vier Bundesländer. Und das heißt, es ist, glaube ich, jetzt einmal nach oben noch sehr viel möglich, sage ich jetzt mal, von den Anfragen. Also es ist durchaus vergleichbar mit anderen Beratungsformen, die wir anbieten jetzt vom Umfang her und wird sehr gut genutzt eigentlich. Ja. Welche Bundesländer sind eher neu dabei? Die neueren sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Vorarlberg ist neu dazugekommen. Im letzten Schritt am Anfang waren das Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Wien. Ja, und die anderen dazwischen. Kann man die Teilnehmerinnen irgendwie kategorisieren, sich nach Alter oder Beratungsanfragen stellen? Naja, man kann es nur zum Teil machen, weil die Angaben ja freiwillig sind von den Kundinnen und im Prinzip nur uns das Beraten erleichtern sollen, sage ich jetzt einmal. So wird es auch kommuniziert, das heißt, man muss es nicht machen. Aber tendenziell sind es jetzt nicht ganz junge Leute, sondern Leute, die sage ich mal auch im Prinzip in anderen Beratungsformen widerspiegeln, Leute zwischen 30 bis 45, 50. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Jugendliche nutzen, aber auch Jüngere sind natürlich dabei, ab 20, sage ich mal, das Beratangebot ist grundsätzlich eher für Erwachsene gedacht, weil das einfach im Konzept der Bildungsberatung Österreich grundsätzlich so vorgesehen ist. Ja, also vielleicht tendenziell etwas jünger als die Zielgruppen in den anderen Beratungsformaten, aber jetzt nicht speziell nur jüngere Leute, muss man sagen. Was sind die Hauptanliegen? Ja, wir unterscheiden, das ist ja auch im Video von der Birgit schon vorgestellt worden, so zwischen Information und Beratung oder Prozessberatung. Und da ist es so, dass bei Information natürlich konkrete Anfragen für spezielle Kurse oder Förderungen und so weiter kommen. Aber was wir schon gemerkt haben, oder was ich auch gemerkt habe, die E-Mail-Information jetzt betreut habe bei uns, dass schon im Online-Portal schon viel mehr Fragen auch kommen, wo es um berufliche Neuorientierung geht. Und das ist oftmals in Kombination mit Lebensumbrüchen, da ist Burnout ein Thema zum Beispiel auch immer wieder, oder andere gesundheitliche Probleme auch ein Thema. Das heißt, die Themen sind schon tendenziell Themen dabei,
die einen längeren Beratungsprozess auch verlangen, das heißt ein mehrmaliges Hin- und Herschreiben. Das hat es bei den reinen E-Mails, bei den normalen E-Mail-Beratungen kaum gegeben, oder? Das hat sich schon okay. ein Stück weit. Aber ich habe jetzt gar keine genauen Zahlen oder eine Statistik vor mir, dass ich sage, das ist jetzt genau. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht, was die letzten Fragen waren, aber das geht von Studienabbrechern, die jetzt überlegen, was sie machen wollen, nachholen vom Pflichtschulabschluss und so weiter. Also das ist quer durch den Gemüsegarten sozusagen, was das Thema betrifft. Wie lang dauert so eine Beratung durchschnittlich? Wie viele Wochen ist dann dieser Austausch? Naja, das ist, wie gesagt, 1 bis 2 Mails ist sage ich jetzt einmal, die Norm oder das, okay. was häufiger passiert. Manche sind einzelne sind dabei, die da geht es über Wochen, Monate auch. Also wo immer wieder, oder wo Leute nach längerer Zeit wieder schreiben, wenn sie irgendwie einen ersten Schritt gemacht haben und dann wissen wollen, wie es weitergeht. Vielleicht kann Gerd die Frage auch noch ein bisschen konkretisieren. Wie viel Prozent melden sich nach dem ersten Kontakt noch einmal? Ob da gemeint ist vielleicht, dass diese E-Mail-Beratung dann auch in eine Face-to-Face-Beratung übergeht? Oder passiert das? Oder bleibt man dann bei diesem Medium, das man einmal gewählt hat? Also bei mir persönlich ist es ein-, zweimal vorgekommen in den letzten 2 Jahren, dass Leute dann zu persönlichen Beratungen gekommen sind, weil ich es einfach als Alternative vorgeschlagen habe, wo man sieht, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Okay. Es ist aber auch vorgekommen, dass die Leute das dann nicht annehmen und dass man dann einfach also online weiter kommuniziert. Also es ist grundsätzlich schon Ziel, dass es online bleibt, außer als jeder Berater hat das Gefühl, dass es einfach besser wäre, es persönlich zu machen. Mhm. Mit Prozentzahlen tue ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ja. Das müsste jetzt wie viel nach dem ersten Kontakt noch einmal. So eine Einschätzung ist erstmal. Aber es kommt immer darauf an, wie die Antwort auch ausgelegt ist. Also wenn es Informationsanfragen sind, die man in einer Mail-Antwort abwickeln kann, dann ist es selten, außer die Leute bedanken sich, was immer wieder vorkommt. Ansonsten, wenn man Rückfragen stellt, was auch sehr häufig ist, dass man sagt, da brauche ich noch mehr Informationen oder einfach anhand der Beschreibung, die ja sehr unterschiedlich sind von den Leuten, wie sehr sie die Situation beschreiben, wo man Rückfragen stellt, ist die Zahl schon recht hoch, die dann noch einmal zurückschreibt. Mhm. Aber in Prozentzahlen, also mein Gefühl, ich lese mir ja auch nicht alles durch, was andere schreiben, sondern aus meiner persönlichen Beratung würde ich sagen, es ist mehr als die Hälfte, was mit einem Mal Rückschreiben abgewickelt wird. Dann abgeschlossen ist. Kann man was zur Abbruchquote sagen, dass einfach irgendwer dann wegbleibt, obwohl da eigentlich noch Kommunikation wäre? Ja, das ist ein generell interessanter Punkt, wenn es um die Fernberatung geht. Natürlich passiert das auch relativ regelmäßig, dass es abbricht unter Anführungszeichen, wobei man dann immer nie weiß, ob das, was man schon geschickt hat, ausreicht oder ob es einfach von Seiten das, also Unzufriedenheit ist oder was auch immer. Wir gehen natürlich auch, also man muss auch immer davon ausgehen, dass man nicht die einzige Institution ist, die eine Anfrage geschickt bekommt. Das heißt, die Leute, das ist auch ein Stück Erfahrung, wir kriegen auch ab und zu Mails auf unser normales E-Mail und in der Online-Beratung, weil Leute lassen jetzt auch nicht wissen, dass wir jetzt dieselbe Institution sind in dem Sinn. Das heißt, man merkt dann einfach, dass Anfragen, was ja das gute Recht ist, einfach an unterschiedliche Institutionen geschickt wird. Also da gibt es ganz viele Gründe, die möglicherweise zu so einem Abbruch führen. Aber wenn einmal, ich habe das Gefühl, ist, wenn einmal so eine Beratungsbeziehung da ist, auch wenn es schriftlich, nur unter Anführungszeichen schriftlich ist, dann passiert das relativ selten. Also nach dem ersten Mal eher noch, als wenn es schon einen längeren Kontakt gibt. Also auch hier geht es irgendwie um eine Form auch von Beziehungsaufbau dann. Natürlich. Also es gibt ja dieses Phänomen, also man sagt ja so, dieses Nähe durch Distanz Phänomen. Das heißt, für Leute, die das einfach, die diese Form bevorzugen und sich darauf auch einlassen, dann ist das ja genauso eine Art von Beziehung, wenn es natürlich mit Einschränkungen ist. Auf jeden Fall. Genau, zu den Zahlen schreibt Britta hier, nur 1%
Alle Beratungen finden online statt. Ja, vielleicht kann man auch einen Link dazu posten, aus welcher Studie das irgendwie hervorgeht. Ich habe den Link vorhin in den Chat gestellt. Ah, super. Okay. Alles klar. Ich möchte vielleicht dazu ergänzen ad hoc, weil das eine Prozent, also die Frage ist, was man als online betrachtet. E-Mail ist da zum Beispiel nicht mitgezählt bei diesem Prozent. Wenn man nämlich E-Mail auch dazu zählen würde oder auch telefonische Kontakte sozusagen als nicht face-to-face, dann kommt man auf ein Drittel aller Beratungskontakte laut dieser Untersuchung, laut des Monitoring. Ich wollte noch zu dem Tool an sich was sagen, weil es auch das Thema war jetzt für den MOOC. Der Grund, warum man das Tool hernimmt, ist, weil Datenschutz ein wichtiges Thema ist. Das kommt vor allem von der psychologischen Online-Beratung, wo es darum geht, dass sehr persönliche Daten und Themen nicht nach außen dringen. Und ich denke mal, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Online-Beratung jetzt auch in die Bildungsberatung sich für dieses Tool entschieden hat. Man muss ja sagen, dass es was kostet. Das heißt, das unterscheidet ja auch dieses Tool zu anderen Tools, also den meisten oder allen Tools, die es ansonsten noch jetzt in diesem MOOC gibt. Aber wie gesagt, wenn man eine professionelle Online-Beratung machen will und da jetzt, sage ich mal, mehr Beraterinnen involviert sind und eine größere Öffentlichkeit, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, sowas zu verwenden aus professioneller Sicht. Ja, gibt es vielleicht noch Fragen zu dem Tool oder ist es sinnvoll, Stefan, jetzt an dieser Stelle das Tool noch zu zeigen? Was meinst du? Also wenn es jetzt nicht Fragen gibt speziell, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir... Also 2 Minuten, glaube ich, können wir uns erlauben, dass wir reinschauen. Dann schauen wir rein. Ja, und dann letzte Fragen für Stefan bitte vorbereiten, weil anschließend werden wir dann einen Schritt weitergehen. So, also jetzt sieht man es hoffentlich. Genau. Genau, da habe ich jetzt, ich habe da noch eine Frage gestellt. So sieht es aus, dass quasi das von Beraterinnenseite her, da sieht man die Frage. Ich habe vorher schon gewählt, dass ich als Berater das mache. Das ist übrigens ein Test-Tool von Beranet, das heißt, das sind keine echten Anfragen, weil das wäre auch bezüglich Datenschutz problematisch. Und da gibt es dann im Grunde genommen, wie man es kennt von anderen, also Editoren auch diverse Möglichkeiten, Textmöglichkeiten. Ich kann Materialien einfügen, ich kann Textbausteine einfügen, Dokumente einfügen und Links einfügen. Also funktioniert erstmal ähnlich wie ein E-Mail-Programm. Genau. Es funktioniert ähnlich wie ein E-Mail-Programm. Die Beratungskunden können wahlweise E-Mail-Adresse angeben und werden dann informiert, dass die Anfrage beantwortet wurde, weil die Fragen wie auch die Antworten werden in diesem geschlossenen System in Beranet gemacht. Das heißt, das ist auch ein Teil des Datenschutzes. Man kann aber benachrichtigt werden und kann dann die Antwort lesen. Und ich kann Dokumente einfügen, ich kann auch Videos verlinken. Ich habe die Möglichkeit, Emoticons einzufügen, also da gibt es einfach die Möglichkeiten, die man im Grunde genommen hat. Was das Tool sonst darüber hinaus noch bietet, sind eben Dinge wie Klientenverwaltung und ich habe die ganzen Beraterinnen, da gibt es intern auch ein Kommunikationssystem, Statistikmöglichkeiten. Also immer so, wenn man größer anlegt, so als Beratungseinrichtung sowas machen will, ist das sehr viel alles in einem, auch man kann auch Dokumente hochladen, es ist auch ein Wissensmanagement-System gleichzeitig auch, sage ich jetzt einmal, wo man Materialien, die man öfter braucht, reingeben kann. Sehr gut, dann sehe ich hier oben rechts Chat öffnen. Kann man dort jetzt auch synchron kommunizieren? Das gibt den Chat gibt es. Genau. Aber was man sagen muss, wie gesagt, es ist nur eine Testversion, das kann dann oder wird dann bei der Online-Beratung wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Aber im Grunde genommen ist auch der Chat jetzt vom
bietet im Grunde genommen das, was man kennt bei Chats und was jetzt auch da der Chat bietet vom Adobe Connect. Das heißt, ich kann das, was ich kann, Dinge einfügen, ich kann Sachen anhängen, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, da habe ich, also mit dem Chat, da haben wir, oder habe ich jetzt auch nur ein paar Testerfahrungen, da haben wir jetzt noch nicht offiziell gestartet, da wird man sehen. Also aber das ist eine Weiterentwicklung sozusagen dann. Genau, geplant sind so 1:1 Chats, die wir anbieten und in weiterer Folge dann auch sogenannte Expertinnen-Chats, wo Leute so im Grunde genommen, so wie wir es hier jetzt bei Adobe Connect haben, nur ohne Bild sozusagen, nur mit der Möglichkeit des Chats das zu machen. Sehr gut, vielen Dank, Stefan. Ich denke, wir gehen einen Schritt weiter, nämlich auch in Richtung videobasierte Online-Beratung. Und irgendwie habe ich zumindest mit einem Auge gesehen die Frage nach Telefon. Wie entwickelt sich telefonische Beratung weiter? Und das, was Anita macht, ist ja irgendwie eine Fortsetzung, würde ich sagen, von Telefon, oder? Ja, natürlich. Man kann ja auch bei einer Skype-Beratung, Videotelefonie, das Video ausschalten. Und das hatte ich bei meiner allerersten. Ich eine Dame dran hatte, die einfach nicht gesehen werden wollte. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein Telefonat. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass es etwas ganz etwas anderes ist, wenn man diesen Hörer oder dieses Handy nicht in der Hand hat. Was ist denn der Vorteil auch noch jetzt bei Skype gegenüber dem Telefon, wenn man das Video ausgeschaltet hat? Ja, wenn man das Video ausgeschaltet hat. Dann ist die Frage zu schwer, dann tue ich sie beantworten. Was ist der Vorteil? Nein, ich tue gerne Fragen beantworten, die ich selbst stelle. Nein, ich finde es sehr praktisch bei Skype, dass man den Chat ja auch noch dabei hat. Okay. Das heißt, wenn man während der Beratung jetzt auf eine Website verweisen will, die vielleicht weitere interessante Informationen bietet, dann tue ich das in den Chat rein, bevor ich versuche, die Website irgendwie per Telefon anzusagen. Ja, sonst müsstest du eine E-Mail schreiben. Sonst müsste man eine E-Mail schreiben und so ist es sofort im Chat drinnen und kann aufgerufen werden. Ja das hatte ich aber echt wirklich nur einmal bis jetzt. Also in den letzten 1,5 Jahren ist mir das einmal passiert, dass jemand die Kamera nicht einschalten wollte. Sonst habe ich das Gefühl, dass die Leute, die skypen, sehr versiert damit sind, also die von sich aus dieses Angebot annehmen wollen, dass sie das Skype oft nutzen. Und dass es auch Leute gerne annehmen, die mal in einer Face-to-Face-Beratung waren. Wenn man es aktiv anbietet und sagt, die nächsten Fragen oder offenen Fragen, die noch sind, können wir gerne per Skype klären, dann höre ich selten, dass sie das nicht wollen. Also dann kommt meistens, ja, dass es das gibt, das ist gut und die melden sich dann auch. Genau, ich finde auch gut, was Brigitte hier schreibt, wozu der Chat. Man kann einfach die wichtigsten Punkte nochmal textlich sofort festhalten. Genau. Mit Pamela kann man Skype sogar aufnehmen. Genau, Pamela, kennst du das, Anita? Kennst du Nein. Pamela? Pamela ist ein Recording-Programm, soweit ich weiß. Okay. Und da könnte man Skype-Gespräche aufnehmen. Genau, der kostenpflichtig. Es gibt aber genug Software, mit der man überhaupt solche Videokonferenz oder Skype-Geschichten aufnehmen kann. Wir haben Skype deshalb gewählt, eben weil es kostenlos ist und man sich relativ leicht runterlernen kann. Was aber schon auch zu beachten ist, sind die Telefonkosten. Also das hatten wir schon auch, es kommt ja vor, dass sich Leute dich anskypen aus dem Ausland und die dann vielleicht an das gar nicht denken. Also da mache ich dann schon immer darauf aufmerksam. Ja, wo fallen bei Skype Telefonkosten an? Also es kommt auf das Paket an, was ich dahinter habe, welchen Anbieter ich habe. Wenn man vom Festnetz aus in Skype anruft oder umgekehrt, das geht ja auch. Es gibt ja eine Durchlässigkeit von Skype auch ins Festnetz. Genau. Ja. Das stimmt, aber Skype zu Skype ist ja normalerweise immer kostenlos. Ja. Ja, es gab auch, ich habe gesehen, in der MOOC-Diskussion gab es ein bisschen Bedenken, die Privatsphäre, die ja anscheinend bei Beranet sehr gut geschützt ist,
dass das bei Skype etwas unsicher sein könnte. Irgendwer hat geschrieben, die NSA hört das ab. Habt ihr da Bedenken oder? Wir haben das einfach abgedeckt, indem wir so eine Art Fragebogen bzw. eine Checkliste schicken an die Kundinnen und Kunden, damit sie das auch wissen, dass das aufgezeichnet werden kann dahinter. Und das ist dann, liegt dann wirklich in der Entscheidung der Kundin oder des Kunden, ob sie das machen will. Also ich glaube, man muss bei jeder dieser elektronischen Formen auch ein bisschen möglicherweise Vertrauen haben oder alles ist natürlich auch mit diesem Risiko verbunden. Ja, Skype und Videoübertragung, ist das in der Praxis ein Problem, fragt hier Brigitte. Kommt auf die Internetverbindung an. Auf das kommt es auf jeden Fall an. Aber die ist regelmäßig jetzt, also oder in der Regel ausreichend, würde ich sagen. Ich habe da schon noch andere Erfahrungen. Oder erlebst du noch so schwache Verbindungen, dass es zum Problem wird? Ich frage jetzt keine Namen von irgendwelchen Anbietern, aber das kann schon passieren, weil wenn das abreißt, das ist schon das weg und dann kannst du wieder neu starten und wieder von vorne beginnen. Also das ist dann schon mühsam ein bisschen. Also die kommt schon auf den Internetanbieter auch an. Betreiber. Genau, und Jochen meint ja auch, Audio reicht, wenn schon der persönliche Kontakt hergestellt ist. Und er hat auch gute Erfahrungen mit dem Wechsel von persönlicher Begegnung und Beratung und dann Online-System. Wie ist das in deiner Praxis, Anita? Gibt es da diese Mischform, man trifft sich mal und dann wird die Beratung online fortgesetzt? Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt, also die Skype-Beratung, Videotelefonie ist noch nicht so üblich. Also die Menschen denken noch nicht daran, dass es diese Möglichkeit gibt, vor allem nicht im Bildungsbereich. Ich denke mal in Unternehmen, in Firmen ist es durchaus üblich, dass man Videokonferenzen macht und sich so austauscht, auch über die Länder hinweg. Aber gerade im Bereich der eigenen Bildung denken die Menschen nicht daran, dass es die Möglichkeit gibt, das von zu Hause aus zu machen. Am Abend oder ganzzeitig in der Früh. Und deshalb kommen sie auch tendenziell noch eher in die Beratung, in die Face-to-Face-Beratung. Aber wenn man es ihnen anbietet, aktiv, dann sind schon sehr viele dafür offen. Ich habe auch viele Anfragen mittlerweile aus dem Ausland, von Auslandsösterreicherinnen und Österreichern, die überlegen, wieder zurückzukommen und sich informieren wollen, wie es mit der Arbeitsmarktsituation aussieht, welche Weiterbildungen sie brauchen. Oder auch Mütter, die in Karenz sind und einfach nicht so mobil sind im Moment. Weil hier auch ein bisschen, Geriat zum Beispiel schreibt hier auch ein bisschen über Tools und Jitsi, ich weiß nicht genau, wie man es spricht, aber das können wir nachher auch noch vielleicht kurz reinschauen. Habt ihr auch andere videobasierte Tools überlegt oder wenn Video, dann ist es bei euch Skype? Also ich sage mal so, wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren und wir probieren jetzt irrsinnig viele Formate aus, wie wir die Leute erreichen können überhaupt. Und wir haben einfach gemerkt, jetzt, dass es für die Leute trotzdem noch total wichtig ist, eine Regelmäßigkeit zu haben. Deshalb haben wir begonnen mit regelmäßigen Terminen, offenen Terminen, die wir über Facebook bewerben. Und das ist jetzt irgendwie gerade so ein Wow-Effekt bei uns, weil das ziemlich gut funktioniert. Also wir haben jetzt die ganzen offenen Termine, also wir haben jetzt einmal in der Woche einen offenen Termin und da ist jedes Mal jemand da, der diesen Termin wahrnimmt. Und das freut uns schon sehr. Also sind wir mal im Moment mal am Ausprobieren, wie am besten die Zielgruppe erreichen. Also offener Termin heißt auch dann, dass man dort per Skype dann Kontakt aufnehmen kann. Genau. Den kommunizieren wir über Facebook 1 bis 2 Tage vorher und dann nochmal direkt vorher. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber also es bleibt immer eine 1:1 Beratung. Es ist eine 1:1 Beratung, genau. Und dann muss man eben warten, wenn jemand anderer gerade dran ist. Ja, letztens hatte ich 3 auf einmal und dann muss man dann halt ein bisschen darauf hinweisen, dass jetzt noch jemand reingeskypt hat und mit dem kurz einen anderen Termin ausmachen, das ist dann schon, erfordert schon eine gewisse Flexibilität von der Beraterin, vom Berater, aber auch von der Kundin. Ja.
Gut, verwendet ihr auch die Bildschirmübertragungsfunktion bei Skype? Und Brigitte merkt auch an, dass manche Unternehmen Skype kritisch gegenüberstehen, aber das haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber Bildschirmübertragung ist ja auch eine spannende Funktion bei Skype. Auf jeden Fall, wenn man vor allem, wir haben ganz wunderbare Infoblätter in der Bildungsberatung. Ich mag es nicht. Ich möchte in der Stunde, also 60 Minuten dauert die Beratungseinheit, und da möchte ich bei der Kundin bleiben und nicht mit ihr gemeinsam auf ein Blatt schauen. Also ich versuche das persönliche Gespräch zu halten, in Kontakt zu bleiben und dann über den Chat die Informationen zu schicken. Mhm. Die Kundin macht es dann auch mal gleich direkt auf und wir besprechen es dann so, aber trotzdem, dass wir face-to-face bleiben. Mhm. Das ist immer eine persönliche Entscheidung, was einem sympathischer ist. Ja. Gertrud fragt, kommen Interessenten für den Bereich der Videoberatung oder für Videoberatung auch aus dem Bereich der Grundbildung, Basisbildung, Alphabetisierung? Das habe ich witzig. Wir haben vorher ein Team-Meeting gehabt, die Skype-Beraterinnen haben sich eine Stunde vorher ausgetauscht, und da habe ich gefragt in der Runde, ob sie auch Frauen haben oder Männer haben, die nicht so gut gebildet sind. Tendenziell sind es schon eher Menschen, die technikaffin sind und die auch eine höhere Bildung haben. Mhm. Die Kollegin von der VHS hat gemeint, sie hatte jetzt mal zwei Frauen, die eher aus diesem Basisbildungsbereich kamen, aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Vorteil von Skype im Vergleich zu Google Hangouts, fragt Katja. Kann ich nicht beantworten, das musst du übernehmen, David. Ich wage eine Antwort. Bei Google Hangouts braucht man immer einen Google-Account. Man braucht auch bei Skype einen Login. Aber Skype ist einfach wesentlich mehr verbreitet als Google Hangouts. Und spannend, denke ich, sind schon solche Systeme hier wie Appear-In mit WebRTC-Technik, wo man keine Installation braucht. Ja, bei Skype braucht man ja auch Installationen. Und das Meet Jitsi, das Gary jetzt auch schon reingeschrieben hat, da ist nämlich nicht mal eine Anmeldung notwendig. Also weder Anmeldung noch Installation. Mhm. Ja, das wären vielleicht interessante Alternativen dann auch für die Video-Online-Beratung. Gut, letzte Fragemöglichkeiten für Anita. Und dann haben wir hier noch Lernberatung als Stichwort, also auch gerne dazu gleich. Anliegen oder Anmerkungen. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Tipps hier reingepostet werden, wie zum Beispiel der Tipp für das Appear-In. Also WebRTC wäre eine ganz zeitgemäße Technologie für Videokonferenzen. Genau, Google Hangouts funktionieren auch gut. Die werden jetzt gerade reformiert übrigens. Also Google macht da gerade Meet Google.com oder so. Mit mehr Möglichkeiten. Ja, Birgit, magst du was zu Lernberatung sagen? Naja, das ist vor allem eine Überlegung, die uns dazu geführt hat, einfach dafür zu plädieren, oder die mir jetzt dazu führt zu plädieren, für eine Verwendung dieser Technologien auch für die Lernberatung. Wir haben gerade in Österreich in der Basisbildung ja mit dem großen Förderprogramm Initiative Erwachsenenbildung die Situation, dass wir ein Förderprogramm haben, das dazu auffordert, in Basisbildungsangeboten Sozialberatung, Bildungsberatung und Lernberatung und Lernbegleitung zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig wissen wir aus der Basisbildungsarbeit mit Migrantinnen, dass, also man möge mir das bitte verzeihen und nicht als Stereotyp sehen, ja, aber ich habe es einfach schon sehr oft gehört und sogar auch schon gelesen, dass einfach gerade bei Migrantinnen oft so dieses Lernen zwischendurch, zwischen den Treffen in den Kursen nicht ganz selbstverständlich ist, also zwischen den Kurszeiten. Ja. Und gleichzeitig wissen wir jetzt da
aus einer Untersuchung aus dem Netzwerk Mika, dass aber sehr, sehr viele Lernende in der Basisbildung auch ein Smartphone haben und wirklich damit so weit umgehen können. Also mehr, als wir das eigentlich selber erwartet haben. Wir haben da jetzt gerade eine aktuelle Untersuchung vorliegen, die uns das belegt und zeigt auch. Und diese drei Dinge, ja, Vorhandensein von Smartphone bei den Lernenden, Vorhandensein von Budget für Lernberatung und Lernbegleitung und gleichzeitig nicht gewohnt sein, zu Hause zu lernen, das sind so drei gute Argumente, die meiner Meinung nach das fast so aufgelegt erscheinen lassen, dass man da wirklich auch mit digitalen Tools arbeitet, vielleicht mit Videokonferenz-Tools eher als mit textbasierter Beratung, ja. Wobei das nicht immer Skype ist, das da verwendet wird, gerade da in der Umfrage mit Migrantinnen, die wir da gestartet haben, da gibt es dann teilweise auch andere Tools, aber es ist einfach, ich würde sagen, da liegt noch was brach, ja. Also da könnte man noch was machen. Es würde mich auch wundern, wenn das nicht schon irgendwo genutzt wird. Also mich würde auch sehr interessieren von allen, die jetzt bei uns im Webinar sind, ob jemand schon mit Lernbegleitung, Lernberatung, mit solchen Tools, wie wir sie da in Modul 6 behandeln, arbeitet. Ja? Gibt's da schon Erfahrungen dazu aus der Lernbegleitung oder Lernberatung? Genau. Wer hat Erfahrung? Ja, ja. Face-to-face gibt Beratung ja auch über WhatsApp. Also das habe ich nicht ganz kapiere ich jetzt nicht, was Face-to-face und WhatsApp. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen ausführen. Ja, ich meine, vielleicht geht es in die Richtung, dass Instant Messenger jetzt dazu übergehen, zusätzlich Videotelefonie anzubieten. Also wenn ich denke an diese Whisper Systems. Also da gibt es ja zum Beispiel den Instant Messenger Signal, ja, genau. Der jetzt einfach anfängt, also sicherere Verbindungen anbietet als angeblich noch, ich meine, das hat sich bei WhatsApp was verändert, aber angeblich sind die Signal-Verschlüsselungen noch besser und dort wird ja jetzt mit Videotelefonie als Zusatzangebot begonnen. Es wäre dann eine WhatsApp-ähnliche Anwendung, wo ich auch videotelefonieren kann. Und sobald sowas in die Breite geht, wäre das natürlich schon naheliegend, das auch für Lernberatung, Lernbegleitung über die Kurszeiten hinaus zu verwenden. Ja, wobei natürlich niederschwellig wird immer das sein, was die zu Beratenden oder zu Begleitenden auf ihren Handys installiert haben, und das wird erstmal WhatsApp sein. Okay. Und das kann glaube ich, eine gute Geschichte sein. Aha. Genau, Google Hangout ist auch auf den Android-Geräten vorhanden oder FaceTime für die. Also okay. Es gibt unglaublich viele Videotools und ganz viele davon laufen mittlerweile auch wirklich super auf Smartphones. Genau, ich sehe da schon, Videoanrufe sind jetzt auch mit WhatsApp möglich. Das war ja eben, wir haben das im Büro vor kurzem, vor 2-3 Tagen noch diskutiert. Da funktioniert, ja, ja. Das war die Rückmeldung eher noch, nein, geht noch nicht. Aber um das geht es da auch. Bei der Anmerkung von Mukba Karlsruhe, Face-to-Face-Beratung geht ja auch über WhatsApp. Also man merkt, wir selber machen es auch noch nicht, ja? Aber wir finden es eine gute Idee. Mhm. Und auch WhatsApp benutzt Signal, aha. Genau, sind gratis über WhatsApp. Man braucht nur Datenvolumen auf. Also man muss schauen, dass man das Datenpaket ist groß genug ist oder dass man im WLAN zu Hause ist, und dann kann man super auch Videotelefonie über WhatsApp machen. Genau, ich glaube auch, wie Mukba Karlsruhe schreibt, die Wünsche der Kundinnen und Kunden sind da ganz wichtig. Genau, man fragt, welches Tool hast du? Ja. Macht. Nicht? Also wenn ReferentInnen kurze Abnehmen mit, was ist dein bevorzugter Instant Messenger, das würde man tun, aber man könnte natürlich theoretisch auch in einem Basisbildungskurs, wo ja die Vermittlung digitaler Tools auch ein Inhalt ist und als solches gefordert ist, könnte man natürlich auch ein Tool vorstellen, wenn man das in der Gruppe, in der Lerngruppe einführen möchte. Gut, Birgit, vielen Dank. Erstmal, ich habe das Gefühl, wir gehen wieder einen Schritt weiter in unserer Agenda, nämlich weitere Einsatzmöglichkeiten für Videokonferenztools.
Und eine Einsatzmöglichkeit, die wir ja hier jetzt im Rahmen des eBMUG, denke ich, auch sehr deutlich sehen, ist der Einsatz für Bildung, der jetzt in diesem MOOC-Modul jetzt nicht unbedingt so ganz explizit da war, aber natürlich Teil, die Begleitwebinare sind natürlich ein Bildungsangebot und Videokonferenzen, finde ich, kann man sehr gut einfach auch für Bildung einsetzen. Und jetzt verlasse ich gerade meine Rolle als Moderator und werde ein bisschen erzählen. Aber der Wilfried darf gerne dann dort mit einsteigen. Ja, 26 hier sind erstmalig im Webinar und insgesamt haben wir hier rund 125, finde ich irgendwie super. Ja, warum Webinare für Bildung? Man kann ortsunabhängig sich austauschen, man hat irgendwie diese auch Gleichzeitigkeit von Gespräch und Chat und man kann, wie Stefan, man kann visualisieren, man kann zeigen, den eigenen Bildschirm freigeben. Irgendwo habe ich auch gelesen, wer nimmt von der Straßenbahn aus teil, also auch diese Mobilität, denke ich, ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade experimentiere, sind auch Webinare, wo nicht nur die Teilnahme irgendwo passiert, sondern auch der Input von irgendwo passiert. Also das heißt, da sitze ich dann nicht mehr vor dem Computer, sondern bin vielleicht in der Natur oder ich bin in einem Museum und das ist ein Kulturvermittlungsangebot. Und so sind einfach unglaublich viele Formate möglich. So können Webinare irgendwie Regionalentwicklungsaspekte haben und Bildung in Gegenden bringen, wo Bildungsangebote nicht zustande kommen, weil dann vielleicht die Teilnahmezahlen zu gering wären. Ja, andererseits kann Bildung internationaler werden. Also man kann ganz internationale Lerngruppen auch zusammenstellen. Und natürlich auch alles, was irgendwie mit Blended Learning zu tun hat. Man kann Webinare sehr gut mit Präsenzkursangeboten verbinden. Also man trifft sich und in Präsenz und dann eine Woche später vielleicht hat man dann ein Online-Meeting oder mehrere und dann trifft man sich wieder. Ich finde es sehr lustig, David hat vorhin gesagt, also eben auch für Bildung, ja, nicht nur für Beratung, was unser Ausgangspunkt hier war. Genau. Ich beobachte ja auch, dass mehr und mehr der Begriff Webinar, also man könnte auch sagen, verwässert wird, bis es in Kontexten verwendet wird, wo die ursprüngliche Bedeutung so im Sinne des Seminars im Internet ja gar nicht mehr angemessen ist. Also beispielsweise kann man ja sehr toll auch mit Connect und ähnlichen Technologien ja auch kooperieren, Besprechungen online durchführen. Ja? Welche Erfahrungen hast du da eigentlich? Also zum Beispiel, ich habe sehr viel in EU-Projekten gearbeitet und da ist es natürlich ganz, ganz logisch, dass man Projektbesprechungen gar nicht anders sich vorstellen kann, außer in solchen Tools, wenn man nicht so oft reisen kann. Ja, und gleichzeitig auch wieder dieses Element, die Projektbesprechung kann dann sich öffnen und kann zu einer Projektpräsentation werden. Und tatsächlich sind die Möglichkeiten der Kooperation im Online-Raum oft besser als in einem Offline-Raum. Ja, weil man ja zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach hier mal einblende, ein neues Textfeld, ein neues Hinweisfeld. Ja, dann könnte man hier zum Beispiel Protokoll gemeinsam schreiben und Besprechungsnotizen für alle sichtbar haben. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man ja nicht unbedingt in Offline-Besprechungsräumen hat. Quasi das virtuelle Flipchart. Im genau. Besprechungsraum im virtuellen, ja. Mhm. Genau. Ich sehe es im Chat, da hängt noch ein bisschen die Diskussion über die Beratung und die Tools für Online-Beratung auch nach. Ja. Ja, müssen wir noch mal mit zurückkehren? Können wir gerne machen. Arbeiten kann, ja. Aber da werden einfach Tooltips ausgetauscht, soweit ich das mal sehe. Ja. Hanna hier aus Bremen schreibt,
Was heißt hier gemeinsam schreiben? Ich kann als Teilnehmer nicht in die Notizen schreiben. Also natürlich gibt es ja auch Moderationsspielregeln und wer darf hier was. Ja? Was hast du für Erfahrungen, David, auch mit der Moderation solcher Meetings oder auch eben auch Besprechungen im Raum und mit dem, wie man hier gut mit den unterschiedlichen Rollen auch umgeht? Genau. Also Adobe Connect hat ja eine recht klare Hierarchie, ja, wobei diese Hierarchie auch sofort auflösbar ist. Ja. Also Adobe Connect kennt hier Veranstalter, in dem Fall sieht man das auch, das sind jetzt hier nur Wilfried und ich, dann haben wir hier fünf sogenannte Moderatoren, die dürfen jetzt schon die Kamera einschalten und den Ton einschalten und die dürften dann auch mitschreiben, aber ich könnte sofort alle anderen hier auch theoretisch zu Veranstaltern machen, die dann alles dürften. Es wird nur ein furchtbares Durcheinander geben. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Rollen, die man verteilt. Aber im Prinzip, wenn man das will, dann dürfen auch alle alles machen. Ja, also im Whiteboard zum Beispiel auch dürften alle schreiben. Ja, also Whiteboard wäre eine, ich kann es ja kurz einblenden, können wir gerne auch probieren, aber es wird natürlich jetzt auch ein, wo ist es denn? Bei einer gewissen Zahl von Menschen wird es ein großes Durcheinander, ja. Es wird schnell zu einem Durcheinander, aber ich blende es gerne kurz ein und hoffe, dass dafür alle auch automatisch freigeschaltet sind, dann kann man das probieren. Genau, jetzt wäre es da, aber jetzt muss ich es doch noch, glaube ich, freischalten. Kleinen Moment. Whiteboard, genau, Zeichnen für alle aktivieren. Jetzt sollte es möglich sein. Ja, jetzt kriegt man so eingeblendet eine Werkzeugleiste auf der linken Seite und jetzt dürfen dort alle sich kreativ betätigen. Ich sehe schon, da kommt ganz schnell ganz viel. Da geht's rund, oh, wir kriegen ein Sternchen, ja. Gut, und jetzt hoffe ich, dass ich das dann wieder ausblenden kann und wir nicht das Internet zerstören. Nein. Okay. Würde ich jetzt wieder ausblenden. Sonst irgendwie belastet das gerade ganz schön mein System. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Reaktion dazu im Chat. Ich sehe da Neugierde, da geht es jetzt gerade rund, ja, okay. Super. Für kleinere Webinare oder Meetings gedacht, schreibt hier Birgit unter anderem, genau, das eignet sich sicher, das gemeinsame Schreiben hier nur für eine überschaubare Zahl von Menschen, außer man macht das wirklich umfrageartig und dann hat man ja vorhin auch gesehen, dann funktioniert das mit dem Chat fast besser als mit einem Whiteboard beispielsweise. Genau. Katja meint hier, Adobe Connect ist aber eine teure Sache. Naja, es gibt sonst schon die Frage bekommen, warum haben wir Connect im IBMUG im Einsatz und nicht Zoom oder ähnliches? Was würdest du dazu sagen, David? Ja, also Connect hat sich jetzt schon in den letzten Jahren irgendwie gerade auch im universitären Bereich doch relativ als Standardsystem etabliert. Connect eignet sich wirklich sehr gut für große Gruppen, so wie wir jetzt hier arbeiten. Für kleine Gruppen würde ich jetzt aber auch tatsächlich Zoom bevorzugen, weil das einfach irgendwie flotter ist und moderner ist und ja, ziemlich viel Spaß machen kann, glaube ich. Aber ich glaube, es ist keine ganz einfache Entscheidung und es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Ja? Also jeder Webinarraum hat wirklich so irgendwie eine eigene Atmosphäre und ist nicht ganz unwesentlich für auch die Psychologie des Zusammenarbeitens. Hanna hat ja auch gepostet, dass er für Hochschulen im deutschen Forschungsnetz scheint Adobe Connect auch kostenlos zu sein. Ich kann auch berichten, wir verwenden das ja auch und haben als Bildungseinrichtung da auch eine relativ preiswerte Lizenz erstellen können. Wenn man das öfter im Jahr einsetzt, dann rechnet sich das sehr, sehr schnell, die Kosten, die hier anfallen, auch bei Connect. Genau.
Also ein paar hundert Euro im Jahr und man ist eigentlich dabei. Genau. Aha, Stefan hält schon eine Weg, die Hand hoch. Stefan, magst du was sagen? Ich höre dich, Birgit, aber alle andere scheinbar nicht. Aha. Ich weiß nicht, Wilfried hat vorher schon. Genau, wir haben mit Birgit ein kleines Tonproblem, vielleicht kann man das im Hintergrund lösen. Genau, also das sonst, also die Birgit, also ich kann kurz nur erzählen, wenn Sie es, David. Ja, bitte. Weil wir haben mit im Rahmen der Online-Beratung Supervision gemacht mit Adobe Connect, wo man mit einem Supervisor hat, der den Fall eingebracht hat, eben mit Bildschirmfreigabe die Anfrage gepostet, dann hat es immer Runden gegeben, wo jeder, so wie wir jetzt da sind, zur Anfrage und zu dem, was geschrieben wurde, auch als Antwort was sagen können. Das heißt, in sehr organisierter Form. Und das war eine tolle Sache, vor allem, weil wir als Team wirklich österreichweit und das jedes Mal treffen, schwierig wäre. Und so in dieser Form ist es sehr gut möglich, dass mit einem persönlichen Kontakt und Anführungszeichen, wo man sich gegenseitig sieht, dann einzelne Beratungsfälle zu reflektieren und auch das zu lesen vor allem, nicht? Weil es eben die schriftbasierte Beratung ist. Und das hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt. Das ist eine gute Sache und ist jetzt auch eine zusätzliche Möglichkeit, was man mit so einem Videokonferenz-Tool machen kann. Also es gibt wirklich unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, aber natürlich ist man muss sich ein bisschen mit den technischen Funktionen vertraut machen. Man sollte vielleicht auch zuerst im kleinen Rahmen probieren, weil dann in der Live-Situation kann das dann stressig werden, wenn man dann gleich, so wie jetzt hier, fast 120 Leute da hat und dann funktioniert irgendwas nicht, dann ist das aufregend. Und ja, so sich einfach, glaube ich, an das Thema herantasten ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Birgit, ich glaube, du wolltest auch noch irgendwie ergänzen und bist jetzt auch wieder bei uns. Das Mikro ist noch deaktiviert. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen den Anschluss verpasst. Ich habe nur gesehen, dass doch die Teilnehmerinnen jetzt bei uns sehr begeistert waren vom Whiteboard und wollte noch nachfragen, ob denn Zoom ein Whiteboard hat. Ja. Aber ja. Damit hinkelt jetzt unsere Diskussion natürlich hinterher. Nein, also Zoom hat im Prinzip alle Funktionen auch, die Adobe Connect hat. Nur die ganze Gesamtarchitektur ist irgendwie eine andere. Also es gibt nicht dieses klare Raumlayout, wo man jetzt sieht, dort in der Mitte noch die Umfrage und rechts den Chat und in der Mitte die Videos, sondern es ist man kann sich die Elemente individuell anordnen. Ja, das heißt, das Whiteboard hätte man auch bei Zoom. Das Whiteboard ist im Prinzip genauso da, ja. Genau. Aber bitte kehrt wieder dort zurück zum Ende der Diskussion, wo ich schon war. Ich war kurz weg. Ich denke, wenn ich auf die Uhr blicke und die weiteren Agendapunkte, die wir noch versprochen haben, noch ins Auge fasse, dann denke ich, schließen wir diesen Punkt Videokonferenz-Tools auch ab. Sag mal danke, David, für deinen Input auch dazu und übergebe auch für die Moderation wieder an dich. Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann mich in Ruhe zurücklehnen. Weil, nein, aber ich übernehme schon wieder. Ja, wir kommen jetzt in die letzte halbe Stunde auch unseres Begleitwebinars unseres letzten Begleitwebinars zum EBMUG. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit dem MOOC, aber auch noch, ob es Fragen zum Format gibt oder zum Ablauf oder zum Ende oder zur letzten Woche zum Beispiel. Lissler hat hier gefragt, wie lange wird man noch auf die Materialien Zugriff haben, die ja alle auch unter offener Lizenz stehen. Birgit. Ja, es wird bis Ende August möglich sein, alles, was man im
EBMOOC anbieten, hier zu nutzen. Das heißt, der Kurs als solches ist bis Ende August verfügbar. Man kann alle Übungen machen, alle Videos anschauen, auch in die Foren natürlich reinschauen. Die Foren sind inzwischen so ein bisschen ein Wissenspool geworden, auch wenn sie nicht ganz so wendig zu bedienen sind, aber da steht schon sehr vieles drinnen. Wir sind nicht mehr in den Foren für Fragen und Antworten da und wir haben auch keine Webinare mehr bis dahin im Angebot, aber es läuft an sich der ganze MOOC bis Ende August weiter. Man kann bis dahin auch die Tests noch absolvieren und sich seine Badges und seine Teilnahmebestätigung holen. Also das ist soweit möglich und man kann natürlich auch die Einzelteile herunterladen. Also man kann sich die Videos speichern, die Lernunterlagen und alles speichern und in Einzelteilen weiterverwenden und alles tun, was man im Rahmen einer CC BY-Lizenz tun darf. Also fast alles. Außer die Materialien ohne Angabe der Urheberschaft verwenden und außer sie verändern und das nicht anmerken. Also man muss sie halt mit Angabe der Urheberinnenschaft verwenden. Ja, Luisa meint, das ist alles sehr gut mit der Praxis der Erwachsenenbildung verbunden. Der Nutzen sofort da. Das freut uns natürlich. Was haben wir noch für aktuelle Fragen zum EBMOOC? Ich sehe hier viel im Chat. Aber möglicherweise sind das jetzt auch eher Anmerkungen und keine konkreten Fragen. Wenn ich sehe da noch diese Frage, wird es eine Fortsetzung des EBMOOC geben? Es wird eine Neuauflage in verbesserter Form geben, ja. Also das heißt, es gibt eine Wiederholung minus Kinderkrankheiten, wie wir hoffen, und mit ein paar Ergänzungen. Mit aktualisierten Inhalten. Mit aktualisierten ja, Kurs. Also wir, es wird keine Fortsetzung in dem Sinn sein, dass ich sage, es ist ein Aufbaukurs, ich habe eins gemacht und mache, ich habe EBMOOC 2017 gemacht und mache jetzt auch EBMOOC 2018 und erwarte mir dort neue Inhalte. Das werden wir jetzt nicht machen können, obwohl wir natürlich in verschiedene Richtungen weiterdenken und wirklich die ganzen Anregungen, für die wir sehr, sehr dankbar sind, aufgreifen und weiter auch bedenken. 2018 machen wir mal einen verbesserten EBMOOC 17. Aber wir wollen natürlich die nächste Zukunft nutzen, um die Erfahrungen auch, die wir gemacht haben, in die Breite zu bringen. Wir schreiben eine Online-Publikation über das Arbeiten in einem MOOC wie diesem und das Erstellen von vergleichbaren MOOCs. Und wir laden auch noch zu zwei Veranstaltungen ein, aber vielleicht da mag das jemand von euch auch vorstellen, Wilfried, Martina, ja, magst du übernehmen und die Veranstaltungen vorstellen vielleicht, Wilfried? Also ich denke, was die eine Veranstaltung angeht, wäre der David wohl der beste. Der David ist ausgezeichneter. Robin, genau, magst du kurz erzählen, was wir da planen, David? Okay, obwohl ich heute schon so viel geredet habe, aber ich kann das gerne tun. Und zwar, wir laden ganz herzlich ein zu einem irgendwie Reflexions-, aber auch Weiterdenktreffen am schönen Wolfgangsee im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Dauert rund 1,5 Tage. Man kann dorthin kommen vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos bis auf Übernachtung und Verpflegung. Wer dort aber nicht hinkommen kann, und ich weiß nicht, wie viele, weiß das jemand von uns, wie viele Anmeldungen es bereits gibt, aber die Plätze sind begrenzt. Ist noch Platz frei. Ich glaube, genug Platz frei. So viel steht fest. Genau. Ich darf auch online teilnehmen. Also wir werden das Ganze live, online und interaktiv ins Netz übertragen. Also das heißt in einem ähnlichen Format wie hier, aber dann wirklich auch noch mehr mit Kamera und Mikro und natürlich mit Chat. Jetzt bin ich noch das Datum schuldig. Ich glaube 13. 14. Juni. Ich habe den Link auch schon gepostet im Chat. 12. 13. Juni, so, genau. Das ist ein Montag, Dienstag, genau. Ja. Also am Wolfgangsee im Salzburger Land. Dann gab es aber noch eine Frage hier, die möchte ich doch nochmal aufgreifen von SDH. Zugriff auf die Materialien. Birgit hat es gemeint, bis Ende August ist es irgendwie online. Warum nicht länger? Weil wir dann einfach Zeit haben wollen, um die Tools gut zu überarbeiten. Einige Monate. Also wir wollen einfach Zeit dazwischen nutzen für die Überarbeitung.
Die Frage ist natürlich sehr berechtigt, wenn bei offenen Bildungsressourcen, ich denke, es ist einige Monate, wo das Ganze online steht und wie gesagt, es geht dann auch darum, der MOOC ist ja, das eine ist das Material, das wir machen, das weiterhin zur Verfügung ist ja sein wird. Weiterhin offen verfügbar natürlich. Genau. Ja. Nur der Kurs, nicht, das ist ein geschlossener Kurs. Ja. Genau. Und es wird inzwischen iMOOCs umgebaut, also im Herbst erfolgt ein größerer Umbau der Plattform, auf der wir hier auch den Kurs angeboten haben, auf iMOOCs und das ist auch bei laufender Fahrt nicht leicht möglich. Gibt es eine Tool-Liste, fragt hier noch Luisa gleichzeitig auch, ob sie eingeladen wird zum eBMOOC 18. Also in den, das ist, da müssen wir jetzt zurückfragen, ist mit Tool-Liste eine Liste der im eBMOOC verwendeten Tools gemeint? Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber sie gibt schon ein. Ja, genau. Die kann man mit relativ wenig Aufwand aus unseren Transkripten zusammenstellen. Also die Summe der Transkripte ist auch eine Toolliste. Aber wir werden dort, also das würde ich nur als Linkliste sehen. Also wir können sozusagen eine Linkliste aus den Transkripten zusammenstellen. Ich lese da Max, aber bitte mit kurzen Beschreibungen, ob kostenlos und mit Datenschutzeinschätzungen, da möchte ich an die Transkripte verweisen. Also wir haben einfach über die Tools, die wir verwendet haben, in den Transkripten jeweils Informationen dazugestellt, teilweise auch verlinkt. Das werden wir nicht ausbauen. Also die Transkripte werden wir in diesem Go nicht ausbauen, vielleicht im nächsten. Genau, und damit ist wahrscheinlich auch die Frage von Horst aus Bremerhaven beantwortet, Ergänzung der Zahlen in den Videos und Skripten für Deutschland. Ja, wir hätten gern, also vielleicht ein finanziertes Projekt. Eine Kofinanzierung aus Deutschland, wir hätten das wirklich gern. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn jemand aus Deutschland eine Kofinanzierung uns anbieten kann, dann machen wir das gern. Also das ist jetzt nicht nur provokant gemeint, sondern ganz im Ernst. Das ist, wir haben einfach begrenzte Mittel, ja. Ja, Thomas fragt hier, wie kann man auf dem Laufenden bleiben, wenn etwas Interessantes kommt? Ich meine, es gibt wahrscheinlich die Facebook-Gruppen weiterhin, oder? Die kann man bespielen. Gibt's eine Mailingliste? Es gibt über iMOOCs die Möglichkeit. Wir haben ja ihre E-Mail-Adressen nicht. Ja? Es gibt aber die Möglichkeit, über iMOOCs automatisiert generierte E-Mails, so wie das Erinnerungsmail, das sie immer am Montag kriegen. Also das kann man schon machen. Und Gerthold Kamper hat auch dankenswerterweise schon geschrieben, es gibt den Newsletter von Erwachsenenbildung.at und das ist auch der zentrale Kanal, über den wir den eBMOOC beworben und bekannt gemacht haben. Und das eignet sich sicher, um auch da am Laufenden zu bleiben. Danke, Wilfried, ja. Ganz zentrale Information. Wie Birgit schon sagte, also auch iMOOCs hat Datenschutzregeln und wir als Kursanbieter des eBMOOC haben nicht die Daten, die auf iMOOCs hinterlegt sind. Ja. Wir können aber natürlich den Martin um eine zentrale Aussendung bitten, ja, das können wir schon tun. Ja, aber das Thema ist, oder die Frage finde ich schon interessant, ja, wie bleibt man auch nach so einem Online-Kurs in Kontakt, ja, und welche Vernetzungen können da irgendwie hergestellt werden, ja, auch im Sinne jetzt irgendwie dieses konnektivistischen Formats, das ja viele MOOCs propagieren, ja, wo die Vernetzungen, die Verbindungen ja oft für wichtiger gehalten werden als die Inhalte, die sich ja auch laufend ändern, aber so wichtig ist, woher kriege ich die Informationen und wo sind meine... Also ich denke, da haben wir auch wirklich den großen Unterschied zwischen X-MOOCs und C-MOOCs. Ja? Also ich beobachte wirklich diese zunehmende Tendenz eben in den sogenannten C-MOOCs oder C-MOOCs wirklich stärker konnektivistisch zu arbeiten und dort einfach, also ich habe jetzt gerade mitgekriegt, es gibt einen ersten MOOC, der jetzt im Mai startet, völlig ohne Internetplattform, also nur mit dem, also völlig ohne Lernplattform dahinter, ohne MOOC-Plattform dahinter, also rein nur internetbasiert und mit Social Media, ja, also das ist jetzt meines Wissens der MOOCathon 2017 der erste. Und
da ist es einfach so, dass natürlich diese Vernetzung stärker im Vordergrund steht. Ja. Bei uns ist es so, wir arbeiten halt mit dieser IMUX-Plattform und dort ist es so, dass IMUX schon, sobald es was Neues gibt, eine Aussendung macht an alle, die an IMUX-Kursen bereits mal teilgenommen haben, wenn es einen nächsten Kurs gibt, einen weiteren Kurs gibt. Ansonsten sind wir ja selber auch daran interessiert, zu wissen, wie es weitergeht, was weitergeht. Ja. Und wir haben jetzt auch in die umgekehrte Richtung natürlich den Wunsch zu erfahren, was tut sich bei euch, was tut sich bei Ihnen, wie wird der EBMUG von Ihnen weiter genutzt, wie wird er von euch genutzt, was macht ihr jetzt damit? Wir haben eine erste sehr interessante Nachricht aus Berlin dazu bekommen, von Maximilian Göllner, der uns da geschrieben hat, die Berliner Landschaft ist sehr interessiert und wir werden das Thema weiterverfolgen und Angebote konzipieren und in unserem nächsten Workshop eher die methodisch-didaktische Brille aufsetzen. Wir sind jedenfalls dabei, eure Arbeit weiterzutragen. Also das ist für uns ja so, dass es ganz interessant ist und wäre zu wissen, was passiert mit dem, was wir hier produziert haben von eurer Seite, von Ihrer Seite. Ich meine, ich denke vielleicht auch noch, wenn ich da ergänzen darf, so Vernetzung oder informiert sein ist natürlich auch ein Teil Eigenverantwortung kann da mitspielen und eine Möglichkeit wäre halt auch über Twitter zu beobachten, was es wird laufend getwittert zum Hashtag Stichwort EBMUG und ich glaube, wenn es was Relevantes gibt in die Richtung, dann werden wir das weiterhin tun und alle anderen, die Information haben, die jetzt irgendwie interessant ist für Teilnehmende aus dem EBMUG, könnte ja dann auch unter diesem Hashtag weiterhin getwittert werden. Also ich war ganz erstaunt, wie manche MOOCs wirklich über Twitter über Jahre hinaus noch mit dem entsprechenden Hashtag da verbunden bleiben. Aber wir werden uns natürlich zu allen diesen Dingen was überlegen, die jetzt angesprochen worden sind. Also ich nehme da schon anhand der Fragen wahr, es gibt wirklich noch mehr Wünsche, Neuerungen mitzukriegen. Wir werden sowieso die weiterführenden Möglichkeiten aus dem EBMUG oder zum MOOCs generell in Strobel diskutieren und wir werden sie diskutieren am 22. Juni auf der EPALE-Tagung in einem Ideenpool, Vertiefungsworkshop dazu, wo wir uns wirklich sehr freuen würden, wenn auch viele kommen und dort mitdiskutieren. Auch da wird es meines Wissens eine Online-Teilnahmemöglichkeit geben. Der Forumzugang bleibt frei bis, ich lese da mit, der Forumzugang bleibt frei bis Ende August natürlich. Es hat in der Form nicht diese Exportfunktion. Leider. Und es ist sicher so, an Eva gleich zu antworten, für den EBMUG 2017 eine Möglichkeit, Ergänzungen im EBMUG 2018 mitzukriegen, besteht sicher darin, dass man halt einfach schaut, welche Videos sind neu dazugekommen oder welche Tools sind neu dazugekommen. Das fällt einem dann schon auf in der Übersicht der jeweiligen Module. Ja, Martin fragt ja auch, finde ich, eine gute Frage, empfehlenswerte Blogs, um irgendwie so Überblick oder ja Informationen zu bekommen, die aktuelle digitale Trends und Erwachsenenbildung. Da wäre vielleicht eine Idee, sich in den Facebook-Gruppen weiterhin darüber auszutauschen und sich zu empfehlen was, aber vielleicht kann man auch einfach hier im Chat, wenn jetzt hier irgendwie mehr als 100 Teilnehmende, wenn dort jeder oder jede ein Weblog empfiehlt, dass das vielleicht interessant wäre zu beobachten. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, ob wir hier zumindest einige interessante Weblogs empfohlen bekommen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Oh ja. Möchte ich zusammen, Birgit hat das schon reingeschrieben, wir haben einen Digi-Schwerpunkt. Ich poste den Link dazu. Das ist eine Artikelserie, wo wir alles, was wir auf Erwachsenenbildung.at zum Thema digitale Erwachsenenbildung tun und posten, auch versammeln. Das ist eine Artikelserie, da kann man laufend mitlesen. Und ich möchte auch Werbung für David machen. Und der Werde Digital betreibt ja auch einen Blog, wo ihr viel macht zum Thema Digitalisierung von Erwachsenenbildung. Nicht nur Erwachsenenbildung, auch darüber hinaus, ja. Ich glaube, den Link gleich reinzuposten. Ihr macht das bitte. Auch unser Projektpartner Martin Ebner von der TU Graz, der heute ja nicht zugegen ist, postet auch sehr fleißig in diesem Kontext. Und natürlich viele weitere, die da spannende Dinge tun. Auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der EBMUG war ja auch ein Vorhaben,
ein bisschen den Speed aus der schnellen Entwicklung rauszunehmen und Dinge zugänglich zu machen, die manche sehr schnell und ständig überholend erleben. Und da gibt es natürlich die großen Innovatoren und Innovatorinnen, die immer vorne weg sind. Und unser Credo war ja eher niederschwellig und Dinge, die erprobt sind, gut einzuführen. Mit allen Geschwindigkeiten kann man sich an dem Thema beschäftigen, denke ich. Ja, ja, vielleicht, wer nächste Woche gleich wieder einen MOOC starten will, vielleicht hat jemand schon vom MOOC Leuchtfeuer 4.0 gehört. Ich poste den Link rein. Genau. Sind auch Kolleginnen und Kollegen von uns dort beteiligt. Und da geht's, dauert nur 2 Wochen, aber es geht eher um so Visionäres, wie sich digitale Bildung hinbewegen kann. Heute hat auch ein Auftakt-Webinar zu einem MOOC stattgefunden für Flüchtlinge. Internationale Initiative, ein MOOC für Flüchtlinge. Ich habe da jetzt nur mehr den Link zum Webinar. Aber darüber kann man sicher auch den Zugang zu den weiteren Infos zu diesem MOOC finden. Ja, aber ich denke, das wäre vielleicht auch mal, Wilfried, könnten wir ja aufgreifen, mal ein interessantes Webinar vielleicht auch. Wo sind eigentlich die interessanten Quellen, wenn es um Innovation und Erwachsenenbildung geht? Mhm. Unterschiedlichen Quellen einfach mal vorstellen und sich darüber austauschen. Ich sehe deinen eigenen Blog noch gar nicht, David. Ah doch, na. In den Links. Eva Liegel hat ja inzwischen nochmal gefragt, also mit diesem Dranbleiben war die Frage, Veränderungen MOOC 17, 18. Man kann sich natürlich danach wieder für den neuen MOOC registrieren. Im Herbst wird dann auch dafür wieder die Anmeldung freigeschalten werden. Aber das, was dann neu rauskommt, wird natürlich, also die Videos werden sicher wieder in YouTube verfügbar sein, sofern nicht weltbewegende Veränderungen auf YouTube bis dorthin stattfinden, wo man uns zum Beispiel die Creative Commons Lizenzierung untersagen würde. Und die anderen Materialien, Lehrmaterialien, Transkripte, Übungsunterlagen, die werden wir auch, sobald das verfügbar ist, das dauert noch ein wenig, in ein OER-Repositorium übertragen, das derzeit bei deutschen Kooperationspartnern in Entwicklung ist. Also das ist schon vereinbart. Das heißt, all das, was hier in dem Kurs gibt, wird auch längerfristig erhalten bleiben und archiviert sein, sozusagen auch zugreifen zu können. Aber für alles Neue, das kommt dann, wenn der MOOC da ist, auch und stattfindet. Ja. Ich finde das auch das Schöne an dem MOOC, man arbeitet mit Material, das verfügbar bleiben kann. Trotzdem ist es auch eine konzertierte Aktion, die einen Zeitraum hat, wo viele gleichzeitig sich mit einem Thema beschäftigen und dadurch auch die Möglichkeit entsteht, das mit Interaktion zu verbinden. Also nicht nur ein Online-Selbstlernmaterial zu haben, sondern auch darüber sich auszutauschen, das Forum zu haben, miteinander zu chatten, Webinare und Ähnliches durchzuführen. Und eine Einladung können wir auch noch aussprechen in dem Zusammenhang. Gell? Es gibt ja eben zwischen den beiden Polen des offenen, ganz offenen CMOOCs und des kursartigen XMOOCs, wie wir ihn jetzt im EBMOOC gehabt haben, viele Stufen dazwischen. Und es gibt auch schon einige MOOCs, die mit Gastbeiträgen oder Gastformaten so eine schrittweise Öffnung probieren, damit experimentieren und damit aber gleichzeitig noch in der relativ strukturierten Kursform des XMOOCs bleiben. Und wir überlegen schon im EBMOOC 2018, ob wir nicht ein eigenes Modul bauen aus Gastbeiträgen, weil wir eben jetzt auch im EBMOOC 2017 gesehen haben, dass dermaßen viele wirklich kreative, erfahrene Menschen, Expertinnen mit uns da hier dabei waren. Und wir haben noch nicht genau die Rahmenbedingungen dafür abgesteckt und noch nicht genau überlegt und durchdacht, wie wir das angehen und organisieren können. Aber wir sprechen hier schon auch eine Einladung an euch und sie aus, ja, und an alle, die wirklich jetzt so engagiert dabei haben, waren auch mit dem auch mit dieser eigenen Expertise vielleicht einen Gastbeitrag zu bringen für den EBMOOC 2018. Da wir noch nicht so genau wissen, wie wir das machen wollen, können wir bisher nur einladen zu einem unverbindlichen Interessensbekundung, bitte an uns, einfach an die Adresse, die jetzt wahrscheinlich gleich im Chat erscheinen wird. Ist schon da, Martina hat sie schon gepostet. Martina hat sie schon gepostet, super, danke schön.
Also für alle, die sich mit dem Gedanken des Mitmachens tragen, bitte einfach bei uns melden. Wir überlegen, wie wir das gut angehen können, ohne diese Kursstruktur gleich zu verlieren. Also ich denke mal, es wird so viel, die CMOOCs wenden sich einfach zum Teil an eine andere oder zum Großteil an eine andere Zielgruppe, als wir das mit dem EB-MOOC wollen und wollten. Ja, die wenden sich an Menschen, die eben sehr, sehr erfahren sind, schon im digitalen Arbeiten und da halt einfach sehr schnell auch im Vernetzen und eigenständigen Arbeiten mit eigenen Tools. Ja. Und die X-MOOCs sind halt näher bei der Kursstruktur. Deswegen werfen wir das für diese Zielgruppe nicht gleich ganz über den Haufen. Gut, aber ich denke, wir sollten jetzt langsam dann abrunden, oder? Ist das okay? Ich kann mir auch noch ankündigen, wir haben für die allerletzte Einheit, also die jetzt nicht eine Inhaltseinheit ist, sondern die Kursbestätigung und Badges-Einheit nächste Woche, ab dem Ostermontag wird das freigeschalten. Da kann man sich dann seine Teilnahmebestätigung, wenn man alle Quizzes fertig ausgefüllt hat, abholen. Und da gibt es noch ein kleines Zusatzvideo, das wir letzte Woche spontan gedreht haben. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung für euch. Also bitte ein unbedingt Andenken. Reinschauen. Eine Überraschung mit einem Andenken. Souvenirs. Ja. Genau. Genau. Gut, ja, dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Dabeisein. Ich meine, der MOOC lebt und jeder MOOC lebt von den Aktivitäten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ich glaube, da waren wir schon sehr, sehr froh um diese vielen Beiträge. Ja, das war das letzte Webinar. Ein paar Tage noch EB-MOOC. Hoffentlich auf Wiedersehen in der einen oder anderen Form. Vielleicht haben sich ja auch ganz neue Konstellationen für Zusammenarbeit ergeben. Das wäre natürlich noch toller. Und ja, so wie bei den letzten Malen auch, werden wir wieder alle Kameras aktivieren. Und damit man ja zum Abschluss nochmal in die Kamera winken darf. Aber vielleicht noch zuerst, Birgit oder Wilfried, habe ich noch irgendwas vergessen? Oder wollt ihr noch irgendwas ergänzen? War hier das System wahrscheinlich. Ja, also ich sage ein großes Danke an euch als Team, an euch als Teilnehmerinnen, an alle Referentinnen, auch die jetzt nicht da sind, an euch hinter dem Vorhang. Also danke. Genau. Und jetzt, das war für uns eine überwältigende Lernerfahrung auch. Genau, jetzt dürfen alle vor den Vorhang, die jetzt so engagiert hier mitgechattet haben, aber jetzt dürfen alle Videokameras eingeschaltet werden. Und ich finde das immer sehr, sehr schön. Da ein Mosaik jetzt aus Gesichtern, die sich hier. Susanne hat uns ein Tierchen gezeigt. Ah ja, ja, wir sind irgendwo in den Bergen dort. Na, wunderschön. Mal sehen, wie viele Kameras wir diesmal. Einen Hasen, einen Osterhasen habe ich jeder auch. Ja, und wie immer den Horst mit seiner Gitarre, der fehlt bei keinem Webinar. Alle hätten gerne. Es ist auch schön, jetzt ein Gesicht nochmal zu sehen zu dem Namen, zu den Chats aus dem, ja, Textbeiträgen im Chat. Und ich bin erstaunt, wie viel Kameras Adobe Connect hier verkraftet. Jetzt sind wir sicher schon bei 50 oder 60 angekommen. Wir sehen da nochmal Isabella Andritsch, die alle auch aus dem Video kennen zum Thema Online-Beratung aus dem ersten Video. Hallo. Nach einige Gesichter, die im Forum sehr aktiv waren und super Fragen beantwortet haben und bei technischen Anliegen ausgeholfen haben. Ich sehe das Beispiel Erich Buchinger, der Name ist mir aus dem Forum sehr vertraut, aber es werden wohl auch noch einige andere gewesen sein. Vielen Dank fürs Mittun. Hm.
Liebe Frau Kamper, uns verbindet ein gemeinsames Anliegen, was das Thema MOOC und Basisbildung betrifft. Ja. Gut. Jedes Mal wieder schön, oder? Dann beenden wir die Webinargeschichte. Ich sag mal, auf Wiedersehen. Tschüss. Schönen Nachmittag noch, schönen Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen, Baba. Tschüss.